Heute sind wir mal wieder auf einen der seltensten Fische im Game aus. Wo wir hier sind und wie und was, zeige ich dir jetzt. Und da bimmelt es auch schon los. Wir kommen hier gerade an. Ich bin gespannt, was jetzt hier reinballert. Die Pros haben es natürlich erkannt, wo wir hier sind, denn diese Bilder kursieren gerade schon wieder durchs Internet und alle sind heiß auf diesen einen Fisch. Und ich hoffe natürlich, dass er hier in großer Zahl wieder reinballert. Viel zu kleine Schuppenkarpfen. Nee, die sollen es natürlich nicht sein. Wir sind heute hier aus auf Schleie. Und zwar die ganz besondere, die Goldschleie. Und ich bin hier gerade hin, stehe jetzt hier so seit 10 Minuten ungefähr, bastel mir hier so mein Set zusammen und man sieht erstmal schön kunterbunt. Es ist alles mit dabei, aber es ist eben auch schon die Goldschleie mit dabei. Und Goldschleie, Alten, ist halt mal besonders selten. Also, das ist halt richtig geil. Ich habe ja diese Goldschleie schon als Trophy. In dem Fall jetzt hier 2, irgendwas Kilo. Opala. Schönes Ding. Oh. Aber ich nehme natürlich auch noch mehr mit. Goldschleie natürlich auch übelst belohnt, kohlemäßig, weil es eben so ein seltener Fisch ist. Und deswegen, wenn man die Chance hat. Und es ist gerade sowas wie Goldschleien-Saison. Also es ist mal wieder so weit, dass die irgendwo lübt. Sofort die Chance nutzen. Ruhig mal ein bisschen hinstellen. Ich meine, wir haben gerade schön Geduld geübt beim Stippen, beim Geschenkestippen. Und jetzt kann man seine Geduld nochmal unter Beweis stellen, indem man sich hier beim Goldschleinangeln vielleicht nochmal ein bisschen verausgabt und sein Glück eben versucht. Auf die Trophy. Es geht natürlich, und da haben wir jetzt natürlich hier so ein bisschen auch so eine leichte Schwierigkeit drin. Normal würde ich ja sagen, Schleinangeln, Alter, kein Problem. Wenn du einen Level, keine Ahnung, 18 Account hast, du musst ja Level 18 sein für dieses Gewässer hier, für den Bärensee. Ab, hinter und gönn dir. Aufpasse. Denn mit so einem kleinen Standard-Schleien-Setup und einem 18 Kilo zum Beispiel Spiegelkarpfen, ist das Ganze schon sehr, sehr grenzwertig. Also ich würde mich, glaube ich, hier nicht hinstellen mit einem Setup um die 10 Kilo oder irgendwie sowas. Das macht euch alles kaputt. Das, also wirklich, das ist Katastrophe. Ne? Ein so ein Fisch, der ist unstoppable, also absolut nicht zu bremsen. Und da ist es eben auch nicht wirklich getan mit viel hinterherlaufen oder sowas. Also man kann es natürlich versuchen, aber der Effekt ist halt wirklich nicht so groß. Und der Verschleiß sozusagen, also ihr reibt euch mehr und euer Set mehr daran auf, als ihr dann hier kohlemäßig wieder reinholt. Das ist einfach so der Knackpunkt. Ne? Von daher, wenn man im Bereich ist, dass man vielleicht schon seine Alpha hat, seine Alpha 8000 oder seine HSV schon hat, also Level 20, 22, man hat irgendwie einen Feeder-Set, also so eine Feeder FD 420 oder schon halt die Karpfenruten hier, dann ab hier an den Spot. Man muss hier nicht so dick ran, wie ich hier gerade stehe, man kann hier auch ganz entspannt, ich sag mal so um die 19 Kilo, kann man sich hier hinstellen, dann klappt das. Ja, wie ist das Ganze hier zusammengebaut? Wir gehen natürlich nochmal rein in die Routen. Also Frequenz ist schon mal gut. Köderkombination auch für dieses Gewässer, muss man ja mittlerweile sagen, eins der bekanntesten, wichtigsten, klassischsten. Durchaus eins der wichtigsten, eine der wichtigsten Köderkombis. Gehen wir mal hier rein. So, also kurz zum Set. Ganz klassisch, ne? Die Fortuna Carp. Und dazu dementsprechend das Set zusammengebaut. 32 Kilo lastig. 31 Kilo, dann 1er Haken.
Und dann geht das hier weiter mit Kokossahne-Pellets. Darunter Kokossahne-Boilie. Es bimmelt schon wieder, sehe ich. Und darunter haben wir dann nochmal Kokosnektar und PVA. Zum PVA kommen wir dann gleich, beziehungsweise zu den anderen Kombinationen kommen wir natürlich auch nochmal. Denn Kokos und Sahne, das kann man natürlich schön kombinieren. Es gibt viele Abwandlungen und viele Variationsmöglichkeiten. Hier ist es so, Kokossahne Pellet 14, süße Sahne als Boilie und dann wieder den Kokosnektar. Und als dritte Variante habe ich hier süße Sahne Pellet 14, ist es noch eine Variation, und Kokossahne 12, ist das nicht wie die 1? Das ist wie die 1, also keine Variationsmöglichkeit. Es gibt aber noch auflösende Boilies, habe ich auch, muss ich bloß mal dran machen, fällt mir gerade ein. Auflösende Boilies kann man natürlich auch noch mit verwenden. Es gibt jede Menge halt in diesem Bereich, ne? Also wenn ihr da im Shop steht, vielleicht am Volcho, übrigens Tipp, am besten zum Volcho gehen. Da sind die Artikel gerade nicht ausverkauft. An den kleineren Gewässern ist gerade komplett alles ausverkauft. Also auch da schon wieder einen Grund, mindestens Level 20 zu sein. Sonst kriegt man den guten Stoff auch gar nicht. So. Und ja, dann wie gesagt, shoppen gehen. Guckt euch an, was gibt es da alles mit Kokos und Sahne. Und es sieht echt gut aus. Ja, und im Großen und Ganzen, was hier auch gerade so reinballert, ich bin auch gerade ganz angetan. Normalerweise stehe ich immer 3 Meter weiter rechts, 55, 33, und werfe exakt da vorne hin, wo man die Seerosen gerade sieht. Zack, zu den Seerosen. Und das lüppt auch schon, aber hier, einfach ein paar Meter weiter links, ist ja auch richtig geil, ey. Guck mal hier, ey, der nächste dicke Spiegel, 15 Kilo. Und das hier auf so leichten und kleinen Boilies und so einem kleinen Set eigentlich. Ich bin komplett zufrieden. Achso, Clip. Der Clip ist ja mal wieder wichtig. Der Clip, 12 Meter. 12 Meter reicht komplett. 12 Meter, warum? Also zum einen natürlich immer gucken, wo steht ihr. Nicht so weit nach vorne, ne? Man will ja nicht im Wasser rumstehen. Ich stehe jetzt weiter hier hinten. Und dann 12 Meter. Und man sieht, wenn ich jetzt auswerfe, zack. Ich lande quasi genau vor dieser Kante, also, und es bimmelt schon wieder los, also genau vor der Kante, wo das Gras da vorne quasi aufhört, bei 12 Meter. Und ich will auch gar nicht so weit weg von dieser Graskante, denn wir sind ja auf Schleien aus, die sich halt gerne in dem Bereich auch verstecken. Was schon passiert ist, dass ich mich hier verfangen habe, schon mehrfach. Aber da kann man sich natürlich auch abhelfen, einfach wieder eine Bremse hochziehen. Soweit, dass man kurz vor dem roten Bereich ist. Und dann dieses Anschlagen, zack, rausruppen. Klappt in der Regel, wenn das Set richtig zusammengebaut ist, ne? Also, ja, Sets, haben wir noch was anderes? Nö, ne? Sets sind soweit zusammengebaut. Position kann ich natürlich nochmal zeigen hier auf der Map. Also man startet hier sofort nach unten. Und ja, klassische Spots hier 55, 33 und jetzt einfach ein bisschen weiter daneben. Auch eine ganz schicke Stelle, allein hier von der Uferkante her mit dem Grünzeug passt das doch richtig gut. Und dann braucht man bloß ein bisschen Glück. Die Spiegler haben sich jetzt hier eingefunden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es bisher schon echt vernünftig. Hier habe ich gleich noch ein bisschen was für Fischfetzen und so. Eine Goldschleie. Immerhin eine Goldschleie. Ich lasse das mal eben bimmeln und ich würde sagen, wir gucken einfach mal eben rein, was denn so eine Goldschleie jetzt ungefähr bringt. 2 Kilo Bereich. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe eine gefangen vor Jahren. Die lag bei 4,1 oder sowas. Oder 4,001. Also ganz knapp im Trophy-Bereich. Alter, das ist doch der Hammer. 46 Ocken für so eine 2 Kilo Goldschleie. Ist das der Hammer? 17 Minuten hier, 150 Silber gemacht. Ist natürlich auch hier, ja, der Goldschleie zum einen und den dicken Spieglern zu schulden. Also, richtig geil. Ich werde es hier noch ein bisschen weiter rausziehen. Und hoffe natürlich hier auf den ultimativen Fisch. Wäre natürlich der Oberhammer.
wenn ich nochmal die Goldschleie fange und sie dann endlich auch hier im Fangbuch drin ist. Ei, 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 genau, bevor die Fangbücher da waren, bevor es das gab überhaupt mit den Fangbüchern, da hatte ich die damals gefangen, ey. Naja. So, rausziehen ihr Lümmels, Petri, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.